Hi Leute, nächste Woche ist Quad-Treffen in Pullman City und ich wollte vorher nochmal eine Runde mit der Renegade drehen, deshalb wollte ich jetzt gerade tanken und fahre dann auch mal eine Runde durch die Gegend. Es soll wieder, also das Quad-Treffen soll wieder so werden wie vor Corona. Mal gucken. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. So, und ich bin jetzt auch hier gerade am Testen. Ich habe die Insta360 One Air dran. Wie das so mit dem Sound ist. Ja, so ein bisschen suboptimal, würde ich sagen. Entweder schraubt sie komplett runter, wie jetzt. Dann ist aber irgendwie so ein Rauschen mit drauf. Oder im Stand dann halt wird es richtig laut. Ist jetzt von der Sache her nicht so das Problem. Man müsste es halt nur tontechnisch dann zusammenschneiden. Macht einfach mehr Arbeit. Aber von der Bildqualität her bin ich total zufrieden. Ich würde sagen, sie macht ordentliche Videos. Ja, die 360-Grad-Kamera kommt leider nicht mehr zum Einsatz, da ich sie ja geschrottet habe. Ja, ist alles dumm gelaufen. Aber eigentlich hat mir das Ding schon Spaß gemacht. Ich hätte ganz gerne doch schon wieder eine. Oder zumindest so ein 360-Grad-Aufsatz für die One Air. Die sind aber gerade nicht lieferbar. Also bei Insta360 zumindest nicht. Ich glaube, ich werde vielleicht Insta mal anschreiben. Vielleicht kann ich irgendwo einen Deal machen. Weil also jedes Jahr 400 Euro für eine Kamera ausgeben kann ich auch nicht. Aber eigentlich war die schon geil. Ja, jetzt ist sie hin und der Pullman City wird sie also definitiv nicht zum Einsatz kommen. Jo, wie gesagt, Pullman City, freue ich mich drauf. Ich hoffe, ich treffe da ein paar Leute, die man von früher noch kennt und kommt mal ein bisschen wieder ins Quatschen. Andere Sache ist mein Moped-Führerschein. Die Fahrschule ist rum. Alle schick. Aber kriegt man hier in Berlin einen Termin beim Bürgeramt. Also ich habe letzte Woche Freitag eine Klick-OP gemacht, 2 Stunden lang. Bis ich dann endlich einen Termin buchen konnte, der dann zufällig irgendwie frei geworden ist. Wo ich jetzt am Freitag da auch nochmal 30 Kilometer durch Berlin fahren muss, weil das ist nicht vor der Haustüre. Also sprich, ich bin dann 60 Kilometer gefahren, nur um für 10 Minuten da irgendwas abzugeben. Länger wird es nicht dauern, ich glaube. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, der Termin ist irgendwie 12, 13 Minuten, länger ist das gar nicht. Sprich, ich muss auch noch pünktlich sein, also Frühmorgenszeiten aufstehen, darüber fahren, den ganzen Quatsch abgeben und dann mal warten, wie lange das dauert. Ich habe im Internet irgendwas von Express gelesen, den werde ich auch noch bezahlen, weil ich will jetzt dann endlich Moped fahren. Das ist ganz doof. Wenn du eigentlich weißt, du hast deinen Schein in der Tasche. Aber kannst nicht fahren. Und das Ding steht auch noch vor der Tür. Und du hast so richtig Bock, dich mal draufzusetzen und loszufahren. Gerade wenn so schönes Wetter ist. Und es mal jetzt wirklich auf die Schnelle so sein soll. Die Renegade, muss ich ja immer erst ausladen und dann wieder einladen. Naja, alles so ein bisschen tricky. Das heißt, so mit dem Moped wäre schon ganz geil. Einfach mal so draufsetzen und eine Runde fahren. So, kameratechnisch habe ich auch noch was gemacht. Ich habe jetzt die Kamera hier in der Einstellung an der linken Seite vom Helm. Also links, wenn ich ihn off habe. Und ich habe mir jetzt von Insta360 diese Kin K
Kamerahalterung bestellt. Hat mir irgendwie ziemlich guten Eindruck gemacht. Ich habe es in einem anderen Video gesehen gehabt. Und habe gedacht, okay, muss mal gucken. Bei Insta360 ist das Ding allerdings auch nicht lieferbar. Ich habe es dann in einem anderen Online-Shop bestellt, die das wohl noch auf Lager haben. Sollte jetzt eigentlich heute irgendwann ankommen. Und da bin ich mal gespannt. Da verspreche ich mir vielleicht doch noch so eine bessere Kameraposition. Aber wie gesagt, es ist hier alles ein bisschen schräg und ja. Wahrscheinlich wäre irgendwann so ein externes Mikro gar nicht so schlecht. Obwohl ich nicht weiß, ob ich beim Fahren selber wirklich so viel erzählen würde. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil das Mikro habe ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es an der Insta360 jetzt auch dran gehen würde mit der Halterung. Bin ich mir gerade nicht sicher. Muss ich mal gucken. Ja, und ich fahre jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Viel zeigen kann ich euch nicht mehr, weil ich war wieder so clever. Und habe die Speicherkarte vorher nicht gelöscht. Sprich, die war schon überall voll, deshalb ist da nicht mehr so viel drauf. Aber das Video ist hier eh gleich zu Ende. Und ich sag mal so, vielleicht treffe ich den einen oder anderen von euch, der sich eventuell, aua, nicht an den Tisch hauen, der sich eventuell nächste Woche auch in Pullman City aufhält und meine Videos schaut. Können wir mal quatschen. Wäre cool. Ansonsten sag ich mal danke fürs Zuschauen, wer bis hierher durchgehalten hat. Und jo, die nächsten Videos werden aus Pullman City kommen. Bis denn. Ciao.